Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Zuerst mal das Thema nochmal Grundrente, das uns ja noch ein bisschen erhalten bleibt. Ich begrüße das im Übrigen sehr, dass nicht nur die SPD, sondern jetzt auch die Grünen nachgezogen haben und sie auf die Grundrente aufspringen. Ich möchte nochmal betonen, dass es nur hilfreich sein kann, auch wenn das Konzept der SPD und der Grünen im Kern zu kurz greifen. Also wie gesagt, sie schaffen schon für die Frauen, die heute 500 Euro Rente bekommen und künftig 947 bekommen, ist das ein Fortschritt. Für die Verkäuferin, die in Vollzeit arbeitet und 40 oder 45 Jahre arbeitet, ist das nur ein begrenzter Fortschritt. Also die wird auch nicht mit dem SPD-Konzept und auch nicht mit dem grünen Konzept eine armutssichere und lebensstandardsichere Rente bekommen. Da muss man quasi tatsächlich eine armutsfeste Mindestrente von 1050 Euro einführen und man muss die Grundsicherung bei der Rente, die Grundbeträge erhöhen. Also man muss von 48% wieder auf 43%, auf 53% gehen. Jetzt haben wir dreimal versprochen, also nochmal von 48% auf 53% gehen und das Niveau generell anheben. Und dann ein Teil von unserem Konzept ist durchaus aufgegriffen worden, nämlich dass man die Niedriglohnbereiche nicht höher bewerten muss bei den Rentenpunkten. Also die Rentenpunkte für den Niedriglohnbereich muss man höher bewerten, sonst kommen die jetzt Arbeitenden nie auf eine bessere Rente, weil man auch mit einer Erhöhung des Mindestlohns nicht schafft, die schnell in so eine Kategorie zu bringen. Die Position, dass die Mindestlöhne erhöht werden müssen auf 12 Euro, ist natürlich vollkommen richtig, fordern wir schon lange. Auch das wird nicht ausreichen, aber es wäre jetzt ein bisschen zu klein gesprungen, wenn die Linke sagt, wir legen da immer noch was drauf, sondern jetzt geht es darum, die 12 Euro wirklich zu verwirklichen. Und dort wäre ja möglich, dass in allen Ländern, wo die SPD mitregiert, auch die Linke Anträge gestellt werden oder Gesetze verabschiedet werden, dass das Tariftreuegesetz, Vergabegesetz von einem Mindestlohn von 12 Euro ausgeht und gleichzeitig Druck auf die Große Koalition gemacht wird, dort jetzt was zu tun und nicht einfach abzuwarten, wie schleichend gering die Mindestlöhne nur erhöht werden durch die Mindestlohnkommission. Das wird eben nicht ausreichen, sondern dort sind in der Tat politische Entscheidungen dringend gefragt. Also man muss die SPD und die Grünen auffordern, das jetzt zu tun und Druck zu machen auf die Große Koalition und es nicht nur programmatisch zu tun. Und dabei wird die Linke tatkräftig mithelfen. Zum Internationalen Frauentag am 8. März. Die Linke wird beim Internationalen Frauentag das Thema bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Pflege und bei personennahen Dienstleistungen in den Vordergrund stellen. Unsere Kreisverbände haben bereits 580 Aktionen angekündigt. Das ist erstaunlich viel und freut mich sehr. Der große Skandal bei uns liegt darin, dass Dienstleistungsarbeit und Arbeit an Personen wie soziale Arbeit viel schlechter bezahlt wird als industrielle Arbeit. Durchschnittlich bekommen die Leute 10.000 Euro im Jahr weniger. Und das hat nichts mit gleicher Bezahlung für gleichwertige Arbeit zu tun, sondern das ist eine reine Diskriminierung von Frauen, weil diese Branchen von Frauen dominiert werden oder in Anführungszeichen dominiert werden. Es sind überdurchschnittlich viele Frauen dort beschäftigt. Und man wird nie zu gleicher Bezahlung kommen, wenn dies nicht geändert wird, wenn eine Aufwertung sozialer und personennaher Dienstleistungsarbeit erfolgt. Und ein erster Schritt wäre ja wirklich in der Altenpflege ein Pflegemindestlohn von 14,50 Euro einzuführen. Und das müsste im Internationalen Frauentag nochmal ganz besonders in den Vordergrund gestellt werden. Außerdem ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass die Frauen über ihren eigenen Körper selber entscheiden können. Und deswegen sind wir nach wie vor für eine Abschaffung des Paragraphen 219a. Wir begrüßen das, dass wir da zu einer gemeinsamen Klage mit Grünen und FDP kommen gegen diesen Schummelkompromiss der Großen Koalition. Ein weiteres Thema, das in die gleiche Richtung geht, ist, dass die GEW sagt,
Es fehlen derzeit bundesweit 100.000 Erzieherinnen. Und bis 2025 werden 500.000 Erzieherinnen fehlen. Und jetzt gibt es Politikerinnen der Großen Koalition, die dann sagen, naja, es werden nur 200.000 sein, die fehlen, oder 190.000. Das finde ich gelinde gesagt ein Witz, darüber zu streiten. Es ist doch unfassbar, dass in dieser Größenordnung, in einem ganz wichtigen Feld, nämlich der frühkindlichen Erziehung, so viel Personal fehlt. Und es ist im Übrigen auch ein Witz, wie wenig Erzieherinnen bei uns ausgebildet werden. Und das liegt ganz klar daran, dass heute immer noch nur jede fünfte Erzieherin Ausbildungsvergütung bekommt. Vier Fünftel bekommen keine. Nur 5.000 Auszubildende im Erzieherinnenbereich bekommen Ausbildungsvergütung. Und ich finde, es muss selbstverständlich sein, dass wenn du so einen Beruf ergreifst, dass du dann nicht 4 Jahre ohne Ausbildungsvergütung bist, sondern dass du Ausbildungsvergütung bekommst. Und deswegen ist praktisch die Fachausbildung, die von der Bundesregierung gefördert wird, greift zu kurz, wenn das nur 5.000 Leute umfasst. Wer aber 100.000 oder 200 oder 500.000 mehr Erzieherinnen brauchen. Grundsätzlich müssen sich die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen verbessern und grundsätzlich muss sich auch die Bezahlung verbessern. Es ist einfach nach wie vor unerträglich, dass wir den Leuten, denen wir unser Geld anvertrauen, mehr bezahlen, wie den Leuten, denen wir unsere alten Kranken und unsere Kinder anvertrauen. Aber dass in so einem zentralen Bereich, in einem reichen Land wie in der Erziehung, so ein Mangel vorherrscht, ist ein unerträglicher Zustand. Weiterer Punkt ist die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von ATTAC. Wir halten die Entscheidung des Bundesfinanzhofs für falsch. Und die Bundesregierung ist hier gefordert, auf der politischen Ebene zu anderen Rahmenbedingungen zu kommen, so muss man sagen. Also wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht ausreichen, eine Organisation wie ATTAC oder von mir aus auch der Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit auszusprechen, dann muss dort was geändert werden. Und dass man sagt, dass Organisationen, die zur politischen Willensbildung beitragen und auf wichtigen politischen Feldern aktiv sind, nichts zur Tagespolitik sagen dürfen, das ist irgendwo absurd. Also das würde ja zu einer Entmündigung quasi gemeinnütziger Organisationen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung führen. Sie haben ja geradezu einen gesellschaftlichen Auftrag. Deswegen ist hier die Bundesregierung gefordert, das nicht auch noch zu loben, dass ATTAC die Gemeinnützigkeit aberkannt wird oder der Umwelthilfe oder anderen, sondern das dringend zu ändern. Letzter Punkt, den ich habe, ist Tarifabschluss öffentlicher Dienst. Wir begrüßen das sehr, dass hier mal eine kräftige Lohnerhöhung stattfindet für über 1 Million Beschäftigten. Auch, dass bei der Pflege nochmal dazugelegt wird, vielleicht nicht ausreichend genug. Und natürlich ist das längst überfällig, weil die Länderbeschäftigten schlechter bezahlt waren wie die Kommunalbeschäftigten und die Bundesbeschäftigten. Dass hier annähernd mal gleiche Verhältnisse geschaffen werden, ist längst überfällig und war auch nicht akzeptabel. Und der öffentliche Sektor muss in jeder Beziehung attraktiver werden. Es ist nicht nur sinnvoll, das jetzt auf die Beamten zu übertragen. Das ist meines Erachtens, müsste das selbstverständlich sein, dass die das jetzt zeitnah genauso bekommen wie alle anderen auch, sondern man muss überlegen, welche Tarifpolitik macht denn der öffentliche Dienst in der Zukunft? Und da sind wir der Auffassung, der öffentliche Dienst muss Vorbild bei guter Arbeit und guter Bezahlung sein. Und die ganze prekäre Arbeit, die der öffentliche Dienst immer noch hat, muss sofort gestoppt werden. Genauso wie ich unerträglich finde, wenn der öffentliche Dienst Arbeit in private Gesellschaften oder öffentliche Gesellschaften ausgliedert, wie in Servicegesellschaften bei den Krankenhäusern oder anderer Einrichtungen, und dann praktisch diese Beschäftigten nicht mehr nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt. Und ich finde auch, dass in der nächsten Stufe dringend erforderlich wäre, dass der öffentliche Dienst in der Arbeitszeitfrage vorangeht. Wir brauchen doch dringend Arbeitszeiten, die stärker zum Leben passen. Und da könnte der öffentliche Dienst eine Vorreiterfunktion einnehmen bei Wahlarbeitszeiten und kürzeren Arbeitszeiten. Es ist immer noch
nicht akzeptabel, dass der öffentliche Dienst im Durchschnitt 39 Stunden arbeitet, während andere Branchen kürzer arbeiten. Er muss attraktiver, besser, moderner, demokratischer werden. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Frau Kritian. Es gibt ja jetzt eine Einigung der Großen Koalition, oder zumindest scheint es eine zu geben, wie man IS-Kämpfern umgehen soll, dass es ja nicht den Vorschlag gibt, denen den Pass zu entziehen, sondern dass sie Doppelbürger, also doppelte Staatsbürgerschaft haben. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Naja, ich habe immer gesagt, dass die hier angeklagt werden müssen, also dass das eine Aufgabe der Bundesregierung ist, dass, wenn schwere Verbrechen begangen werden, kann man sich nicht davon drücken. Mir scheint es jetzt mit dem Pass auch in eine ähnliche Richtung zu gehen. Man will das Problem von sich selber wegschieben. Ich finde das keine geeignete Strategie. Ich hätte das besser und ehrlicher gefunden, dass man sagt, okay, wenn jemand deutscher Staatsbürger oder deutsche Staatsbürgerin ist, dann haben wir auch hier die Verantwortung, das rechtlich zu klären und hier die Leute unter Anklage zu stellen und nicht nach dem Motto zu verfahren, das Problem möglichst weit wegzuschieben. Jetzt ist es ja, wenn ich noch nachfragen darf, bei vielen gar nicht möglich, Anklage zu erheben, sondern die müssen dann möglicherweise, weil sie als Gefährder eingestuft werden, ja mit sehr hohem polizeilichen Aufwand 24 Stunden überwacht werden oder Ähnliches. Ist da nicht so ein Pass entziehen, dann vielleicht doch einfachere? Ja, es ist die einfachere, aber Rechtsstaatlichkeit und Demokratie kosten eben auch. Und es sind ja Leute, die von hier aus quasi IS-Kämpfer geworden sind, ja, und die in anderen Ländern oft verheerende Verbrechen gemacht haben. Und wie ich finde, wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Ich habe es fast schon geahnt, dass diese Frage kommt. Naja, ich finde, in der guten Tradition des Faschings macht man schon zugespitzte Bemerkungen, aber in der Regel gegen die da oben. Also, sagen wir, gute Faschingsreden zeichnen sich davon aus, dass das Volk sich durchaus über die Herrschenden und über die Eliten und über die Reichen lustig macht oder auch über die Politiker. Ich finde, Politiker sollten nicht Faschingsreden dazu benutzen, sich über gesellschaftliche Minderheiten oder Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, lustig zu machen. Das gehört sich nicht. Ich finde, sie müsste sich entschuldigen. Es passt weder in die Zeit, noch ist es in Ordnung, also so eine Faschingsrede da dazu zu benutzen. Das Wirtschaftsinstitut in Halle, Leibniz-Institut, hat sich die Ost-West-Verhältnisse seit 30 Jahren angeguckt und ist zu verschiedenen Schlüssen gekommen. Und ein Schluss war, zu sagen, dass man sich im Grunde genommen davon verabschieden muss, gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West zu suchen. Quedlinburg ist nicht wie München, alle haben ihre Besonderheiten. Was sagen Sie dazu? Naja, ich sage dazu, dass das eine komische Auffassung ist, weil das ist eine grundgesetzliche Verpflichtung. Das Grundgesetz verpflichtet die Politik, überall gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Und es ist natürlich nicht mehr nur ein reines Ost-West-Problem. Es gibt auch Regionen im Westen, die abgehängt sind. Und wir brauchen dringend eine andere Wirtschafts- und Sozialpolitik, die sich der Angleichung der Lebensverhältnisse verpflichtet fühlt. Also ich denke, jetzt zu sagen, wir haben das in 30 Jahren nicht geschafft, man hat es 30 Jahre nicht geschafft, weil man sich diesem Problem nicht ausreichend zugewendet hat, weil man keine aktive Industriepolitik gemacht hat, weil man nicht mal eine einzige Bundesbehörde im Osten ansässig werden lassen konnte, weil man darauf vertraut hat, dass mit Niedriglohnbereich praktisch sowas wie verlängerte Werkbänke des Westens im Osten entstehen. All dem hat man zugeguckt und jetzt sagt man, okay, jetzt gibt man halt auf, dass es gleiche Lebensverhältnisse gibt. Ich glaube, das dürfen wir nicht tun. Die Linke wird ganz entschlossen für gleiche wirtschaftliche und sozialen Bedingungen kämpfen in Ost und West. Kurze Nachfrage, es ist ja nicht die Regierung gewesen, es ist ja ein
ein Institut. Und die plädieren dafür, wenn ich das richtig verstanden habe, das Grundgesetz dann unter Umständen auch zu ändern. Ja, das finde ich wenig originell, ehrlich gesagt. Also, dass man sagt, wenn das Gesetz was vorschreibt und die Wirklichkeit ist nicht so, dann verändern wir nicht die Wirklichkeit, sondern wir verändern das Gesetz. Ich bin schon eher dafür, die Wirklichkeit zu ändern. Und wir werden im Übrigen, das Problem wird größer werden, weil wir müssen ja schon sehen, wir hatten jetzt 10 Jahre einen relativ ungebrochenen wirtschaftlichen Aufschwung. Und dieser Aufschwung ist nicht dazu genutzt worden, die Verhältnisse im Osten zu verbessern. Nach wie vor gibt es ein Gap, also wirtschaftlich steht der Osten zurück, die wirtschaftlichen Entwicklungen und Wachstumsraten sind geringer als im Westen. Man hätte können diesen Aufschwung besser nutzen, das hat man nicht getan und im Abschwung wird sich das eben verschärfen. Also wenn wir einen wirtschaftlichen Abschwung bekommen und zumindest gehen wir gerade in eine Stagnationsphase über, wird das in den schwächeren Regionen stärker zu Buche schlagen wie in den schwächeren. Vielen Dank, allen eine schöne Woche. Tschüss.